Jo, guten Morgen, hier ist der Erklärbär. Jo, magst heute sitzen? Schon wieder ein alter Hut ist, über was ich jetzt berichten will. Haben wir alle mehr oder weniger mitgekriegt, dass jetzt dieses Video aufgetaucht ist vom Ahrtal, wo mitten in der Nacht während der Flut die Menschen mit Taschenlampe oder Handy Lichtsignale gegeben haben, dass sie gerettet werden wolle oder dass sie in Gefahr sind. Der Polizeihubschrauber hat das auch sehr gut aufgenommen. Man sieht auch, dass die Häuser teilweise bis zum Dach oder bis zur Dachkante im Wasser stehen. Man sieht, dass Flut ist. Und der damalige oder jetzige auch Innenminister, Lewenz heißt der, wo der auch mehr oder weniger zuständig war, muss man sich mal vorstellen, der hat damals gesagt, es gibt keinen Grund, irgendwie zu reagieren oder zu handeln oder zu helfen. Und stellt sich heute, jetzt aktuell 14 Monate später, auch noch vor die Kamera und behauptet das Gleiche wieder. Er hat zum damaligen Zeitpunkt gab es keinen Grund, irgendwie Hilfe loszuschicken. Helikopter, wo vielleicht die Leute aus den Hochwasserhäusern Er hat auch keine Flutkatastrophe gesehen. Ich weiß nicht, was der gute Mann für Arg im Kopf hat. Ich meine, der trägt auch eine Brille, so wie ich. Aber sorry, ich sehe sowas auch ohne Brille. Jetzt wird wieder rumdiskutiert. Das finde ich so schäbig. Vor allen Dingen, man soll die tote Arme ruhen lassen. Waren es jetzt 141, waren es 143, wo gestorben sind? Das ist letztendlich egal. Es hätte eigentlich gar keiner sterben müssen. Und was sie ja bis heute auch noch mehr oder weniger verheimlicht haben, das haben sie ja unergehen lassen. Hat ja damals auch keiner groß breit getreten. Die sind 2 Tage vorher vom englischen Wetterdienst, das muss man sich mal überlegen, auf der Zunge zergehen lassen, vom englischen Wetterdienst gewarnt worden, sie solle doch bitte an bestimmte Stausee und Staubecke Wasser ablassen, weil mit große, wirklich große Wassermenge zu rechnen ist. Und noch nicht einmal das haben sie gemacht. Also der Stausee, ich weiß jetzt ehrlich sagen, wie er heißt, vorm Ahrtal, der war schon bis zum Arschlag voll. Und wenn ich dann 2 Tage vorher noch eine Warnung kriege, dass viel Regen runterkommt und ich lasse da kein Wasser ab, dann nennt man das grob fahrlässig. Und wenn ich jetzt schon wieder die Diskussion oder Diskutiererei mitkriege, ja, muss er zurücktreten oder nicht, also da muss er bloß zurücktreten, der gehört rausgetreten aus dem Amt. Der Mann, der Levens oder wie er heißt, oder Levens, der hat grob fahrlässig gehandelt. Der ist verantwortlich für 133, mal rund das mal ab, 133 Tote. Die nicht sein müsste. Die hätte nicht sterben müssen, die Leute. Und es ist ja nicht bloß das, dass die in der Nacht der Katastrophe nicht geholfen haben. Es sind bereits 14 Monate vergangen seit dem Ahrtal. Es warten immer noch viele, viele Leute auf Hilfe. Das sieht es teilweise immer noch aus wie eine Flutkatastrophe. Also es ist eine Schande, wie die Regierung die eigenen Leute im Stich lässt und das Versprechen, was sie damals gegeben haben, die Hilfe der Leute, bestärkt nur wieder das, was die Regierung ist, eine Heuchlerregierung. Und mit einer Ampelpartei ist es auch nicht besser geworden. Hauptsache in der ganzen Welt das Geld rausschleudern, alles aufbauen. Auch während der Kriegsphase anfangen wolle, schon alles aufzubauen in der Ukraine. Aber in Deutschland, wo die Leute wirklich jetzt schon der zweite Winter in der Flutkatastrophe leben müssen, interessiert kein Mensch. Da hört man komischerweise auch keinen Aufschrei. Wenn sowas im Ausland wäre, ach Gott, das Leute, da kommen gleich wieder die Menschenrechte ins Spiel und was weiß ich was alles. Da wird alle Hebel der Welt werden in Bewegung gesetzt, dass das schnellstmöglichst abgestellt wird. Aber bei der eigenen Leute interessiert es keine Sau.
Man hört man noch groß was? In der Nachrichten sowieso nicht. Also ich meine in der Lügepresse-Nachrichten nicht, weil die wollen ja gar nicht, dass sowas gezeigt wird. Das ist so schlecht für die politische Korrektnis, wie man so scherz sagt. Ja, meine Meinung ist halt, der Typ muss mit sofortiger Wirkung zurücktreten, hat auch keinen Anspruch auf irgendwelche Bezüge, sondern soll sich der Rest von seinem Leben mit Hartz IV begnügen. Und damit wäre er noch sehr, sehr milde aus dieser Nummer rauskommen. Das ist meine persönliche Meinung. Würde mich mal interessieren, wie ihr drüber denkt. Aber 131 oder 33 Menschen auf dem Gewissen zu haben und dann noch zu sagen, es gab und gibt keinen Handlungsbedarf in so einer Katastrophe, was zu unternehmen, ist einfach nur das Allerletzte. Würde mich freuen über Kommentare. Könnt mich auch gerne liken oder abonnieren, weil der Erklärbär macht andere Videos zu Erklärsachen. Ihr könnt mich auch gerne löchern mit allen möglichen Fragen, wo ich schon länger auf die Fingernägel brenne. Der Erklärbär gibt sich auch Mühe, euch eventuell zu erklären. Oder vielleicht auch anders da erklären, wie anderes mache, dass man es vielleicht besser versteht. Wünsche euch eine schöne Restwoche. Es ist bald Wochenende. Freitag. Verbleibt mit liebe freundliche Grüße und schreibt mal was in die Kommentare. Würde mich interessieren, wie ihr darüber denkt. Euer Erklärbär. Tschüss.